habe ich mir ganz fest vorgenommen, wenn die nicht im Unterricht geklärt werden können, ich werde nicht einmal mehr eine Vokabel einfach so, das habe ich glaube ich sowieso nie getan, aufgeben und sagen, los, lernt die mal, die Vokabeln, die besprochen werden, sind einfach besser im Hirn eingespeichert. Das werdet ihr selber merken, da braucht man nicht mal groß die Lernpsychologie konsultieren, was ich trotzdem gemacht habe. Die Lernpsychologie ist ein Lernpsychologie meine ich, ist ein sehr wichtiges Instrument beim Unterrichten der Schüler. Das erste Wort ist Kolloqui, Kolloquor, Kollo. Ich sage Kolloq nicht log, sondern log. Kolokutusum, Kolokutusum. Daher kommt die Prüfungsform Kolloquium. Die mündliche Prüfung. Kolloquium. Es heißt nämlich hier fast das gleiche wie Loqui, nämlich sich unterhalten, besprechen. Ordnen tue ich jetzt nicht mehr, das Ding, das vergesse ich ja dann sowieso, wenn das jetzt wie eine Tafel, die gewischt wird. Versari. Versor. Versatusum. Das ist jetzt schwer, das ist ganz einfach schwer, irgendwie euch dahin zu führen, was die Bedeutung ist. Es ist, man kann es vielleicht erraten, es besagt, dass man an einen Ort ist. Also ich tue das zum Beispiel, wie gesagt, morgen, wenn ich morgen zum Beispiel in Nürnberg bin, dann mit H beginnt's, sich und H, sich A und H oder sich B. Ja, also das heißt, wie vielleicht haben es jetzt einige gemacht, sich auf halten, sich B finden und sich beschäftigen. Sich beschäftigen mit etwas und womit man sich beschäftigt, steht im Ablativ. Zum Beispiel sich mit Büchern beschäftigen. In Libris Versari. Sich mit Wissenschaften beschäftigen geht auch. Büchern befassen, beschäftigen. Ja, die deutsche Sprache ist sehr variantenreich. Es geht auch sich befassen, beschäftigt sein mit, tätig sein in. Ja. Und so weiter. Dann ein Wort Mirari. Mirror. Miratusum. Da steckt drin Mirus, Mira, Mirum. Ich glaube, das haben wir schon gehabt. Erstaunlich, wunderbar, komisch. Wunderbar. Erstaunlich, wunderbar, komisch. Und Mirificus, Mirifica, Mirificum. Vielleicht auch seltsam. Komisch. Mirari, das ist das, was ich tue, wenn ich jetzt einen Artisten im Zirkus sehe. Dann fasziniert mich das. Oder wenn ich einen tollen Schauspieler sehe. Oder einen tollen Sänger. Jonas Kaufmann. Netrebko. Ja, wenn ich die höre, dann bewundere ich sie. Bewundern. Wundern. Mit Akkusativ steht das Ganze. Also ich bewundere den Sänger oder ich bewundere Mirror Cantantem. Ja, Mirror Cantantem. Ich bewundere einen Sänger.
oder den Sänger, den Singenden oder Sänger. Dann das nächste ist Opinari. Opinari, Opinor, Opinari, Opinor, Opinatusum. Das ist genau das gleiche wie, in Englisch ist Opinion. Opinion kennt ihr, the Opinion. Das gleiche wie Putare, Existimare, was gibt's noch? Putare, Existimare, Fuckere, Ducere, Ducere, Estimare, Existimare, einschätzen, alles glauben, meinen. Glauben, meinen. Opinari, Opinor, Opinatus und Glauben, meinen. Als nächstes Anima. Nicht Animus, sondern weiblich Anima. Da gibt es ja Animation, Anregung. Animieren, jemand zu etwas ermutigen, ihn dazu treiben, etwas zu tun, animieren. Ja, da steckt also drin einmal das einfachste Anima ist das, was er. Das ist der Atem. Leben, weil die haben gedacht, wenn man das letzte Mal geatmet hat, hat man das Leben ausgehaucht. Aber auch Geist, und das fehlt, die Bedeutungen fehlen im Buch. Begeisterung. Atem, Leben, Geist, Begeisterung. Seele. Also wenn es eine Seele gibt, taucht man die aus. Deshalb Atem und Seele die gleiche Bedeutung. Dann wichtiges Wort Orieri. Orieri, Orior, Ortusum. Ja, das macht die Sonne im Orient. Im Orient geht die Sonne auf. Und im Okzident geht sie unter, nämlich aufgehen und sich erheben. Dann Vereri ne, Vereri kennen wir, sich fürchten, Vereri ne, also fürchten das, weil es ein Wort des Fürchtens ist, deshalb ein ne steht genauso wie bei Periculum est, bei Verben der Gefahr und des Fürchtens heißt ne das und ne nun das nicht, ja, das. Dann das Wort, das wir schon kennen, Konari, das habe ich gebracht als Musterwort. Konar, Konato, so müsste nicht jeder kennen. Das letzte Wort ist Ratio, Rationis, Femininum. Ihr erinnert euch an die Hausaufgabenstellung. Ratio, Rationis, Femininum, Vernunft. Rationell kommen daher die rationalen Zahlen. Vernunft, Verstand, Berechnung, Maß, Art und Weise, Melodie, Maß, Art und Weise und Melodie, die Melodia, Melodie, die Melodei und Grund. Ja, das war's. Zack, zack, zack und 3, 2, 1 und raus.